Ja, moin moin moin, willkommen zurück bei Demon's Souls und ja, ich muss mich leider ein bisschen danach richten, wie viel Saft die Kamera immer hat. Hallo. Und ich habe ein bisschen offscreen gefarmt und ich glaube so an die 100 Giftpfeile jetzt angesammelt. Nebenbei habe ich noch ein bisschen was anderes mitgefunden im Sumpf, und zwar dieses Chotel zum Beispiel. Nichts Großes, ein paar Haarzählen, die habe ich aber schon wieder verbraucht. Und ja, wir können theoretisch weitermachen. Ich hoffe, wir kommen jetzt Tower von Latria durch. Ich werde jetzt aber ein paar Ausrüstungsgegenstände austauschen, weil ich habe jetzt vor. Ich möchte nämlich jetzt. Ach, Scheiße. Ein bisschen eine Ausrüstung aufbessern. Und war auch beim zweiten Händler da in Stonefang Mine drin. Und habe hier einige Scherben auf dem Weg gefunden und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich kann meinen Zweihänder jetzt weiter aufbessern. Ach ja, wir wollten das Makoto-Event machen. Habe ich vergessen. Tut mir leid. Dann mal gucken, ob ich jetzt die Rüstung hier anziehen kann mit dem Ring. Ja, könnte klappen. Gerade so. Ja, sieht doch ganz nice aus. Dann tun wir den Rest zurück, weil ich habe jetzt nicht vor, den Diebesring oder den Ring der Adhäsion immer anzuziehen. Ja, das Makoto-Event. Dann machen wir das eben gerade. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich sag zwar immer hin und her, aber. Nee, irgendwann habe ich auch keine Lust. So. Kaltstellen des Götzenbildes. Wenn das Götzenbild der Königin den Gefangenen auch vorerst Hoffnung spendet, die Arglist dahinter wird diesen Trost bald ni nichtig machen. Ja, also offenbar werden Untote und so weiter. Also nicht Untote. Werden die Leute einfach. An denen wird hier wahrscheinlich experimentiert oder so. Wissen kann man es nicht genau, aber es ist doch fies hier. Dort könnt ihr einen Gargoyle fliegen sehen. Mal gucken, ob wir ihn abgeschossen kriegen. Ich glaube nicht. Aber hier muss man dringend aufpassen, weil die sind wirklich überall. Und die Sicht ist praktisch null. Fast. Ja, wisst ihr was? Ich rüste mal den Bogen aus. Mir egal, ob ich jetzt fett rolle. Mal sehen, ob ich ihn abgeschossen kriege. Sieht nicht so aus. Doch. Fällt runter. Keine Ahnung, ob das was bringt jetzt. Wenn ihr den Herzschlag hört. Das kommt daher. Das ist ein riesiges Herz. Keine Ahnung, was das machen soll. Ich nehme mal an, dass die ganzen Seelen und so weiter, die hier gesammelt werden, dorthin geleitet werden. Ziemlich widerliches Zeugs. Kommt er? Ne, kommt nicht. Junge, ich kann nichts sehen. Hier muss man aufpassen. Die mit Augen, die greifen einen nämlich an. Aber, so wie es aussieht, mache ich ganz gut Schaden. Komm schon. Unbekannte Heldenseele. Ist fein. Fein, fein. Ne, den treffe ich nicht. Aber die Viecher gibt es wirklich überall. Es ist wirklich nicht lustig. Ich glaube, bei denen kann man einfach vorbeirennen. Glaube ich jedenfalls. Nicht ganz. Haha. R2 Spam. Und was habe ich mitgenommen? Ich habe keine Ahnung, weil ich so ungeduldig bin. Hier irgendwas. Ich habe übrigens ausprobiert, wie viele von den frischen Gewürzen man benutzen muss, um wieder voll Mana zu kriegen. Spiralrapier. Aha. Ein seltsames Rapier, dessen Klinge spiralförmige Rillen
getrieben sind. Es ist die bevorzugte Waffe der Steingargolds von Latria und soll vor allem Schmerzen und Blutungen hervorrufen. Der Schaden ist nebensächlich. Man kann nur erahnen, was im kranken Geist des alten Mönchs vor sich geht. Ja, in der Tat. Ich muss zwei von diesen frischen Gewürzen benutzen, um meine MP völlig zu regenerieren. Und altes Gewürz muss ich wahrscheinlich dann nur eines benutzen. Ich habe nicht vor, darauf aufzubauen unbedingt. Beziehungsweise mich darauf zu verlassen. Ah, oh, wo wir von alten Gewürz geredet haben. Ich kann doch schnell rollen. So, hier muss man wirklich immer gucken, ob nicht doch irgendwo ein Gargoyle rumfliegt. Ach, das Pochen. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Aber nur so ein bisschen. Hier müssen wir, glaube ich, noch nicht hin. Ich gehe mal in die andere Richtung. Immer dieses Gelaufe. Quatsch. Ja, sagt ihr mir doch mal, was ihr von diesen Leveln haltet, die so richtig schön finster sind. Ich glaube, entweder habe ich es verpasst oder ich bin mir nicht sicher. Irgendwo kann man runterspringen. Und man bekommt die Waffe und die Rüstung, die Ostrava benutzt. Na, fällst du wieder runter? Nee, vermutlich nicht. Wir haben nicht allzu viele Pfeile, aber was soll's. Scheiß drauf. Ich glaube, wenn man hier irgendwo... Sieht alles für mich gleich aus. Da, jetzt gucken wir uns das Herz mal vom Nahen an. Das ist abartig. Ah. So, hier müssten wir lang, aber wir müssen noch ein paar Sachen erledigen. Solange ist dieses Ding uns nämlich im Weg. Leider können wir uns nicht einfach durchschnetzeln. Ich glaube, das könnte widerlich werden. Ah ja. Es gibt auch noch einen NPC, den wir befreien werden. Und auch sofort umbringen werden. Irgendwann. Shit. Nee. Ha, du kannst nicht zielen, Alter. Wieso habe ich denn den zusätzlichen Schaden angerichtet? Gerade eben war ich doch so bei 90 und jetzt war ich bei 100? Hm, komisch. Was ist das für ein Tor? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Okay. Ach, dich habe ich völlig übersehen. Eins, zwei, drei. Unbekannte Soldatenseele. Hm. Hartseelen kommen ja immer gut. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht an diesen Nebel erinnern. Ach, das ist einfach nur so ein Nebennebel, wenn das für euch Sinn macht. Hm, ich frag mich, ob man hier an der Seite lang gehen kann. Ausprobieren. Ja. Ich muss, tut mir leid, dass ich so leise bin, aber ich muss mich wirklich konzentrieren, bevor so ein Gargoyle mich überrascht. Vor allem, ich höre diese, ich sag schon, ich höre die ganze Zeit das Flügelgeschlage. Ach, komm schon. Oh, oh. Ich dachte schon jetzt, einen Schritt irgendwie nach rechts oder nach links und ich falle runter. Der Kerl kann mich auch mal. Ha. Also das hast du angehört, als hätte er das Item noch mitgehen lassen. Er hat auch sogar den Emote dazu gemacht. Keine Ahnung.
Hier ist ein Aufzug. Schon aufpassen. Da kann man runterfallen. Ganz leicht. Man kann auch übrigens, wenn ihr diese Markierungssteine habt, dann könnt ihr auch auf bewegenden Plattformen die Dinger hinterlassen. Und ich muss mal gerade was überprüfen. Wenn ihr okay. Ich musste mal eben gucken, ob der Lautsprecher aus ist. Dann könnt ihr das auch auf bewegenden Plattformen hinterlassen. Und die bewegen sich dann nicht, die fallen dann nicht durch oder sonst noch irgendwas. Und ich glaube, wenn man online spielt, dann können andere Spieler das, das sehen. Und dann können sie von der Entfernung sehen, dass hier eine sich bewegende Plattform ist. Ah, da ist noch einer. Zwei, drei, vier. Okay, ich habe 41 Pfeile, alles klar. Ja, ich wünschte, ich müsste mich nicht auf den Bogen hier verlassen, aber okay. Was ihr hier seht, ist sozusagen eine Kette, die das Herz, wo ist es? Die das Herz oben halten. Und wenn wir die jetzt umbringen, diese Kerlchen, dann passiert nämlich Folgendes. Ja, davon gibt es glaube ich zwei oder drei in diesem Bereich. Und wenn man halt alle freigemacht hat, dann fällt das Herz runter. Es kommen ein paar neue Gegner und dann kann man auch zum nächsten Boss. So, und hier im weißen, in der weißen Weltentendenz ist hier eine Brücke. Und dann kann man weiter hoch und ganz oben wäre dann der Schlüssel für den... Für die Zelle von dem einen Kerl. Rydiel, genau. Rydel, Rydiel. Eins von beiden wird es wohl sein. So, ich muss mal gerade scouten. Keiner von denen hat Augen. Okay. Aber ich höre immer noch das Herz. Junge, Junge. So. Hier sieht so aus, als wäre das ein Aufzug. Mal ausprobieren. Nein? Doch, ist es. Da hinten ist noch so ein Käfig. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das jetzt gerade was bringt. Ich glaube, ich muss wieder hoch und das ist eine Nebelwand da rechts, wenn ihr das seht. Ne, ich glaube, wir müssen nochmal nach oben, weil ich was übersehen habe. Ich habe vergessen, warum ich diesen Ort nicht ausstehen kann. Aber hier seht ihr mal wieder so ein Zeichen darauf, dass dieser Ort mit dem Teil der Schändung verbunden ist. Es kann sein, dass teilweise die Suppe hier in das Teil der Schändung fließt. Es hat jedenfalls sehr viele Ähnlichkeiten mit dem tiefsten Raum, wo Astraea drin gewesen ist. Ja, widerlich. Ja, es gibt nämlich noch einen anderen Aufzug, der theoretisch für uns wichtig sein kann. Den da meine ich damit nicht, den da hinten meine ich. So, gerade, ich muss ein bisschen wieder gucken. Ja, seht ihr, wenn ihr gerade ausgegangen wärt, dann wärt ihr in den Tod gestürzt. Oder ich, besser gesagt, ihr spielt ja nicht. Ich sag gerne wir, weil, naja, ihr schaut zu, wir spielen zusammen. So. Wen haben wir hier? Are you here to fight the demons? If so, then help me escape this place. I am on your side. I have come to face the demons. Ja, das ist Earth, der Silent Chief, glaube ich, Yord oder sowas. Das Problem ist, er ist unser Lord Track in diesem Spiel. Und wenn wir ihn freilassen und den nächsten Boss töten, dann fängt er an,
Magier und die und ich glaube auch die Hexe zu töten, weil er den Auftrag hat, alle zu töten, die Kenntnisse über die die Seelenkünste haben. Und ja, wenn man den dann tötet, wenn er das gemacht hat, dann bekommt man, beziehungsweise wenn er angefangen hat oder kurz davor, dann bekommt man die Mephistopheles-Quest. Dann macht man sozusagen das, was er tun sollte. Und wenn man alle dann getötet hat, dann muss man nochmal gegen Mephistopheles selbst kämpfen. Und als Belohnung gibt's, ich habe keine Ahnung, das Rüstungsset für Frauen, ganz nebenbei gesagt, was ich nicht brauche. Und noch irgendwas. Aber ich werde ihn trotzdem befreien. Denn ich will sein Rüstungsset. Well, what have we here? Do you wish to die so soon? Haha. Man kann ihn auch kicken oder so, aber das hier finde ich doch viel cooler. Richtig, das ist Sparta. Aber guck mal, wie wenig Seelen der gegeben hat. So, wir müssen das Spiel neu laden. Ich weiß nämlich nicht, wo der gelandet ist. Und dann sollte sein Loot direkt an seinem Käfig sein. Schauen wir mal. Ja, ja, ja. Wir sind mittlerweile Stufe 62. Wir haben doch einige Sprünge gemacht. Wie sieht es mit dem restlichen Skillen aus? Vermutlich werde ich... entweder werde ich es bei einem... bei dem belassen, was ich an Intelligenz habe. Aha, das wollte ich. Oder ich werde noch ein, zwei Slots hinzufügen. Und dann, keine Ahnung, noch einen zusätzlichen Zauber oder sowas ausrüsten. Irgendwie Second Chance oder sowas wäre nicht schlecht. Also, sich wieder zu beleben. Jedenfalls ein bisschen Auswahl. Weil nur den Nahkampfschaden zu erhöhen, das ist nicht empfehlenswert. Das Einzige, was ich halt nur machen kann, ich muss Zauber nehmen, die keinerlei Skalierung haben. Das heißt, die müssen eine direkte Wirkung haben auf irgendwas. So, ich werde diesen Sumpf nicht untersuchen. Ich mag diesen Ort nicht. Und vor allem, ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Man kann hier drauf stehen, glaube ich, um sich von dem Gift theoretisch zu retten, aber ich glaube, mir müsste auch noch irgendwo so ein Legion sein, so ein... Ah, da ist eine Treppe, sehr schön. Ne, das war keine Treppe, die nach oben führt. Ja, hier sind natürlich Gegner. Oh, wo ist denn hier... Wo geht's hier nach oben? Ich sehe nur Items. Ring des Dufts. Ah, das ist für MP-Regeneration. Sehr schön. Ich glaube, Patches verkauft so einen. Allerdings für, ich glaube, 50.000 Seelen oder sowas. Oder 60.000. Das ist mir doch zu viel. Was haben wir hier? Quicksilbersteinklumpen. Es gibt noch einen anderen Ring, den wir an diesem Level finden können. Und zwar den für mehr XP. Oder mehr Seelen, besser gesagt. Oh, ich sehe hier nichts. Verdammte Hacke. Wo muss ich hier lang? Keine Ahnung. Ah, hier. Aus dem Weg. Ja, die großen zerplatzen, glaube ich, richtig. Da kann sich der Kopf vom Körper theoretisch trennen, glaube ich. Nicht nur theoretisch, der kann. Au. Au. Haha, nochmal. Da. Da hat sich der Kopf vom restlichen Körper getrennt. Und das hier ist halt das, was mit den ganzen Leuten gemacht wird, die hier gefangen werden. Nicht gerade schön. Ja, es gibt die Kleinen und es gibt die Großen. Ups. Die Kleinen halten zum Glück nicht so viel aus, aber dafür gibt es, glaube ich, wesentlich mehr von denen. Wie kommt man da jetzt hoch? Vor allem, ich kann ja keine 2 Meter sehen. Ja, hier kommt man da nicht lang. Ja, wie gesagt, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, sonst passiert mir was Dummes wieder. Naja, meistens muss ich ja
nicht viel dafür tun, dass etwas Dummes passiert. Oh, guckt euch das an. Da hängt einer in so einem Rad. Jap, nicht schön. Ursprünglich dachte ich, dass das die, Inspiration für die Skeleton Wheels war. In Dark Souls. Aber ich habe gehört, dass es solche ähnliche Viecher auch in dem Berserk, Berserk oder sowas, Manga gibt. Sehr viele Sachen aus Berserk haben sozusagen irgendwelche Sachen in Dark Souls beeinflusst. Mitunter Artorias soll sich so ähnlich benehmen wie Guts und Siegmeier soll so ähnlich aussehen wie so ein fetter Typ in Rüstung. Da gibt es wahrscheinlich viele fette Typen in Rüstung. Keine Ahnung. Ich habe den Manga noch nie gelesen. Ein Kumpel von mir, keine Ahnung, triezt mich schon seit Jahren von wegen, ich soll die Scheiße doch endlich mal lesen. Aber ja, wie gesagt, ich komme halt nicht dazu. Nee. Wie gesagt, ich hasse es, dass ich hier nicht weiter gucken kann, damit ich wenigstens planen kann, wo zum Teufel ich hingehe. Ja, hier sind jede Menge von den Geräderten. Das ist so abartig. Oh. Extra Schaden wegen Gegenangriff? Oh, lebt er noch? Lebt er noch? Nee. Wollte schon sagen. Huh. Ja, der hat wahrscheinlich Quecksilberstein oder sowas getroppt. Haben wir hier was? Das hat so geglänzt. Nee, hier ist nix. Oh, ich bin aber fast durch diesen Scheißsumpf. Boah. Das war widerlich. Dieser Ort ist echt widerlich. Also ich ekle mich vor diesem Ort mehr als vor dem Tal der Schändung. Und diese Tentakel, ich werde keine Aussagen über japanische erotische Animationen sagen. Nein, nein. Ich muss widerstehen diesem Drang. Und ich glaube, hier werde ich gleich die Seelenreste brauchen. Wenn jetzt das kommt, was ich denke, was kommt. Boah, wie gesagt, ich kann einfach nichts sehen hier. Ah ja, das habe ich gedacht, kommt. Ein schwarzes Phantom von diesen Cthulhu-Viechern. Oh. Aha, drauf reingefallen. Frisches Gewürz, ja, immerhin was zum Mana regenerieren. Wie gesagt, ich brauche 2, um meine Mana komplett regenerieren zu können. Ich glaube, hier ist was man verpassen kann. Nein? Nur ein paar Gegner. Ich hasse diese Biester. Und da ist auch in der Richtung eine Titanit-Echse, die ich aber gekonnt ignorieren werde. Weil, ja, hier gibt es viele Gegner, die man auch ganz leicht übersieht, wie ihr seht. Wortspiel. Schlechtes Wortspiel, tut mir leid. Jetzt werden wir von rechts angegriffen, wusste ich's doch. Also wenn ihr was gegen Insekten habt, ist dieser Ort nichts für euch. Ah, ist noch nicht losgelaufen. Okay. Ich könnte theoretisch versuchen, das Ding zu bekommen, aber ich glaube, wir werden angegriffen. Nein! Nicht nochmal. Jetzt. Okay, wir wurden doch nicht angegriffen.
Mondlichtsteinklumpen. Das ist, ich glaube, die Echsen hier sind die einzigen, die irgendwas Mondlichtartiges droppen können. Ich glaube. Bin mir nicht sicher. Hier rechts ist, glaube ich, einer mit einem. Ja, mit einer Armbrust. Oh, oh! Fast wäre ich runtergefallen. Ach du Scheiße. Das war knapp. Das war echt knapp. Der da hat Augen, also natürlich muss er zum Leben erwachen. Na, bleib doch hier. Verdammter Mistkerl. Oh, selbst aus dieser Entfernung mache ich gut Schaden. Ich bin überrascht. Da oben ist noch einer, man sieht die Augen von dem Kerl. Ah, er fällt runter. Schön. Haha. Da habe ich den Hinterhalt ja schon frühzeitig beendet. Aber ich glaube, hier sind noch mehr. Hier müssen noch mehr kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dafür muss ich halt die Ohren spitzen. Dass ich das Flügelschlagen von denen höre. Also wenn ihr das nicht hört, tut mir leid, aber ich muss das Spiel auf einen gewissen Grad runterdrehen vom Sound. Weil man sonst meinen Kommentar nicht richtig hört und ich möchte nicht brüllen unbedingt. Nur wenn ich was Wichtiges zu sagen habe. Oder mich aufrege. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre. Na, Aufzug, Hamster. Irgendwann. In nächster Zeit. Hm, bitteschön. Ja, manche brauchen die dabei. Die sind wahrscheinlich etwas lang, teilweise. Aber der wartet überhaupt nicht lang. Der fackelt nicht. Und geht sofort wieder hoch. Der ist wirklich sehr lang hier. Ah, noch so einer. Wo ist er? Da. Da, so. Also, der, in der Combo ist die R2-Attacke einhändig stärker. Also, wenn man zuerst eine R2-Attacke gemacht hat und dann noch eine hinterher. Die ist dann etwas stärker. So, kümmern wir uns um die zweite Kette. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht kann ich mich dann noch zum Weg zum ersten Boss machen. Oder auf dem Weg zum ersten Boss. Ja, jetzt seht ihr, wo die ganzen Biester herkommen. Übrigens, genau dort, wo das Herz runtergekommen ist, da findet man diesen Seelenring. Also den, um mehr Seelen zu finden. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Herz zum Seelensammeln gedacht ist. Kann sein, kann nicht sein. Jedenfalls, eine Minute reicht nicht, um irgendwas Erwähnenswertes auf dem Weg zum Boss zu tun. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut. Die Kamera scheint ein bisschen leer zu werden so langsam. Also eine Stunde aufladen hat da wohl doch nicht sehr viel gebracht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich hoffe, dass ich dann wenigstens einen Boss noch machen kann.